Denk an die Zeit, die du in Autos verbringst. Kurztrips, lange Reisen, Staus. Was passiert mit den Millionen Gedanken, die du hast, wenn du aus dem Fenster starrst? Ideen, die in deinem Anregungsmotor verbrennen und im Leerlauf enden, dem Unterbewusstsein. Ja, Ideen sind Energie und Energie verschwindet nicht. Rasen himmelwärts in die Fantasiewelt, angetrieben von sind wir schon da, Erwartung. Zusammengeschweißt bilden sie einen Fluchtweg, gepflastert mit tollen Möglichkeiten. Eine immer weiter wachsende Arena voller Aufgaben mit Belohnungen jenseits etlichen Strebens. Ein Highway der Wachträume, Realität auf Fantasie errichtet. Hier kannst du dein Fantasie-Gaspedal voll durchtreten in einem Rennen der Freundschaft und Kreativität. Sackfigur, startet eure Hirnmotoren, denn das ist Little Big Planet Karting. Die Fantasiesphäre ist die Energie, die den Little Big Planet mit allen Monden und Satelliten verbindet. Die Kraft ist so stark, dass selbst das Negativitron sie nicht brechen oder verbrauchen konnte. Doch sie braucht einen Wächter. Sie braucht einen Hüter. Sie braucht dich. Einen waschechten Little Big Planetarier. Ein Abenteurer, knallhart, konzentriert, rätselhaft. Ein Held. Opa, sie sind hier. Little Big Planet wird wieder einmal bedroht, diesmal von den raffgierigen Horter. Sie sind ein Schandfleck in der Landschaft der Fantasiesphäre. Die Horter plündern und sammeln Preise, Material und Objekte. Das tun sie nicht, um zu gestalten und zu teilen. Sie wollen einfach nur sammeln, stapeln, horten. Nein, Sektor, deine Beinchen mögen ja perfekt gestrickt sein, doch gegen die Lumpenrenner der Horter hast du keine Chance. Dieser Kampf wird in einer anderen Arena ausgetragen. Eine Rennstrecke. Du brauchst ein Fahrzeug, Junge. Aha! Knapp dir diesen Kart und lenke ihn. Schnell, junger Säckling, drück kräftig auf die Tube. Wir wissen, dass du die Mission ernst nehmen wirst. So halt wenigstens. Hat jemand Lust auf Fahrstunden? Die raffgierigen Horter sind einfach gestrickt, also dürfte einem cleveren Kerlchen wie dir das Fahren in einem ihrer Karts nicht allzu schwer fallen. Ich zeige dir einfach die Grundlagen und du saust schneller als ein Kuhfladen auf einer blank polierten Schaufel. Ein Controller-Überblick wäre nicht schlecht. Oh, möchtest du lieber mit der X-Taste oder der R2-Taste beschleunigen? Okay, die Grundlagen. Wenn du die Beschleunigen-Taste drückst, fährt dein Kart vorwärts. Halte sie gedrückt, um Speed drauf zu bekommen. In diesem Spiel kannst du verdammt schnell werden. Also lass die Taste los, wenn du vor einer Kurve abbremsen oder vollständig stehen bleiben willst. Mit der Bremsentaste geht das noch schneller, wenn du mal musst. Sobald du stehst, halte die Bremsentaste gedrückt, um rückwärts zu fahren. Du lenkst, indem du den linken Stick nach links oder rechts drückst. Oder mit Hilfe der Richtungstasten. So. Wenn du mit dem ergonomischen Layout des Controllers zufrieden bist, verpasst der Aktionstaste zur Bestätigung einen satten Patscher. Großartig! Du hast deine Controller-Tasten gewählt und wir können weitermachen. Und wenn du sie später wieder ändern willst, kannst du dies jederzeit über das Pause-Menü oder das Einstellungen-Menü der Zentrale tun. Bei einem abgedrehten Kartrennen muss alles hundertprozentig stimmen. Hab ich recht, Sir? In der Kartsprache heißt Driften eine Kurve auf echt coole Weise zu fahren. Das heißt schleudern, aber kontrolliert und ohne das Theater beim Bremsen.
Um zu driften, musst du in die Kurve einfahren, während du die Driften-Taste gedrückt hältst. Der Kart fährt seitwärts und schleudert, in einer optisch ansprechenden Weise natürlich. Es empfiehlt sich, so lange zu driften, bis die Reifen brennen. Dann solltest du die Driften-Taste loslassen, um einen Boost zu erhalten. Alles klar soweit? Siehst du, das war hervorragendes Driften. Echt großartig und großartig. Der Boost wird durch die positiv denkenden Moleküle der Fantasiesphäre erzeugt, die das Driften entzündet. Je größer die Flamme, desto größer der Boost. Na, wer möchte gerne wissen, wie man gleichzeitig lenkt und driftet? Hm? Das mit dem Driften klappt doch hervorragend. Jetzt kommen wir zum Driften, während du lenkst. Drück diesmal die Driften-Taste und lenke mit dem linken Stick. Denk dran, D und L, driften und lenken. Genau so, ich wusste es. Das war ein weiterer Grundstein für deine Karriere. Also, deine Fahrprüfung hast du mit wehenden Fahnen bestanden. Kommen wir jetzt zum Waffentraining. Nein, wir verlieren uns hier nicht in Exkursen über die Logik der Ballistik. Wir zeigen dir nur, wie du dir den Weg freischießen kannst. Siehe da, Waffenator. Ein cooler Apparat. Fahr hindurch, um ihn aufzuheben, dann kannst du Waffen sammeln. Immer wenn du eine erhältst, sieht Sackboy harter aus als ein 9 Jahre alter Käse und doppelt so gefährlich. Oh, gut eingesammelt, Nummer 1. Du bist jetzt mit dem Waffenator ausgerüstet. Er gibt die Waffen nach dem sogenannten RZ-Prinzip aus. RZ steht für reiner Zufall. Drücke zum Feuern die Waffentaste. Zwei Worte. Herrlich. Echt cooler Stil. Und jetzt lernst du, wie jeder Schuss ein Treffer wird. Ein Treffer bremst dich ab und reduziert die Kontrolle über deinen Kart. Also vermeide, getroffen zu werden. Und nun erhältst du, was wir hier eine Verteidigungswaffe nennen. Verteidigungswaffen sind etwas hinterhältig, weil du sie rückwärts einsetzt, um andere Fahrer zu bremsen oder Geschosse abzuwehren. Wenn du auf das angreifende Waffensymbol achtest, siehst du, dass es zu einem Schild wird. Dies ist der optimale Zeitpunkt zur Verteidigung, die Waffentaste zu drücken. Zeigt das Symbol einen Schild, feuert die Verteidigungswaffe nach hinten, um den Beschuss der Gegner abzufangen. Verdammte Mordbande. Okay, halte nächstes Mal die Waffe fest, bis du jetzt feuerst du aus allen Zylindern die kleine Sekgrenadier. Denk immer daran. Sobald du eine Waffe hast, kannst du sie einsetzen oder für eine Notsituation aufsparen. Du kannst den Schwierigkeitsgrad deines Spiels einstellen, weißt du? Normal ist deine 0815 Standardeinstellung. Nichts, mit dem du nicht klarkämst, aber wenn dir etwas mehr nach Sonntagsfahren zumute ist, stell das Spiel auf leicht ein. Du kannst es später immer noch ändern, um den Spaß zu steigern. Glückwunsch! Ach Quatsch, was soll's? Herzlichen Glückwunsch! Du hast das ganze Lob verdient. Du hast so viel in so kurzer Zeit gelernt. Wenn ich es nicht besser wüsste, hielt ich dich für einen Roboter. Und falls du mal etwas vergisst und Nachhilfe brauchst, schwing deine sehr kleine Rückseite hierher und wir gehen alles nochmal durch. Bis zu Diensten.